Herzlich willkommen zurück beim Game Dev Tycoon. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt seht, weil wenn ihr das voll hatet, dann mache ich halt nicht weiter, ne? Wir machen hier jetzt nochmal eine Forschung. Weil ich hätte jetzt gerne noch ein geiles... Ne, warte, wir haben doch gerade noch Musik. Wir können auch Musik-Casual-Spiel machen. Auf dem Gamling? Machen wir es auf dem Gamling? Machen wir es auf dem Gamling. Machen wir es mal für Kinder. Und wir nennen es Gitarren-Loser Rock die Bühne. Bühne. Und Gitarren-Loser Rock die Bühne wird jetzt auf den Markt kommen und einfach alles zerstören. Ich sag's euch, ohne Scheiß. Gameplay ist wichtig. Story und Quest ist null wichtig, Engine ist low. Können eigentlich wirklich einen zweiten Mitarbeiter mal anstellen. Wobei, eigentlich will ich noch nicht mein ganzes Geld, weil KI ist ja kaum wichtig. Dialoge auch kaum, Level Design eigentlich auch nicht. Gitarren-Loser braucht kein Level Design. Das ist einfach so schon ultras geil. Sounds ist da sau wichtig, Spielweltdesign zum Ja und Grafik zum Ja. Und guck mal einfach mal, was dabei rauskommt beim Gitarren-Loser. Ah, wir haben mal wieder kein Marketing gemacht, war ja mal wieder sauklug, Janis. Aber immerhin ballert das Spiel von den Punkten her. 17 und 17 ist echt gut. Neuer Rekord in Technologie und kein Levelaufstieg. Schade. Erste Spielbewertungen sind da, sind wir mal gespannt. Gitarren-Loser, komm schon. Ja, sehr unterhaltsam. Mein neuer Favorit, 10 von 10, kein Problem. Das reimt sich auch noch. Ich bin der G schlechthin. 10 von 10 informierter Gamer. Ja, die anderen sind halt alles Lowbobs, sind alles Achter. Ja. Und das Spiel wird jetzt verkauft. Wird jetzt richtig. Naja, oh, wie das hochschnell. 30.000 am ersten Tag. Kein Problem für mich. So macht man das. So zeige ich euch jetzt, wie hier Spiele entwickelt werden. Und da holt es sich den Rekord einfach schon in der dritten Woche. So muss das. So gehört sich das. So. Da wir es uns ja jetzt leisten können, nach diesem Spiel, können wir direkt mal hier noch ein paar Dinger erforschen. Ja, geil. Mein neuer Favorit. Schaffen wir die 100.000 verkauften Einheiten? Ja, das sollte ja wohl gar kein Problem sein. Und ich würde sagen, nach dem Spiel, ganz ehrlich, Gitarren-Loser, Rock die Bühne. Vor allem falsch geschrieben, Gitarren-Loser. Rock die Bühne, Firmenrekord 100.000, auf Rang 8, so. 120.000 verkaufte Einheiten sollten wir locker knacken. Ja, gar kein Problem für Gitarren-Loser. Und da sind wir ganz schnell bei den 1,6 Millionen. Das hat uns einfach mal über 800.000 eingebracht. Aber das ist ja erst der Anfang. Und zwar hätten wir gerne mit Demospiel vorgespielt. So, Kosten machen wir hier so 80.000 machen wir erstmal einen Low-Bob. 889.000 Umsatz erzielt. Geil, Gitarren-Loser, rock die Bühne. So, gucken wir mal, wen wir jetzt als schöne Mitarbeiter kriegen. So, der ist relativ ausgeglichen. Der ist richtig scheiße. Will aber auch am wenigsten Geld, deutlich am wenigsten Geld. So, und die können 160, 140, 260. Ja, ist halt irgendwie Geschwindigkeit. Ist halt der irgendwie viel geiler. Und für 1.000 mehr kommen, stellen wir Arthur B. ein. Arthur B. Berühmtheit, stelle eine Berühmtheit ein. Alles klar, haben wir sogar noch einen richtigen hingekriegt. So, der will feuern. Erstmal feuern. Was mache ich jetzt gerade hier? So, wir können jetzt erstmal ein neues Spiel entwickeln. Zum Thema Game Dev. Machen wir direkt eine Simulation draus für den PC. Und nennen es Spiel... Simulationschef Unleashed. Ich weiß nicht mal genau, was Unleashed heißt. Irgendwie so freigelassen oder so würde ich es übersetzen. Aber einfach mal hinter alles ein Unleashed hängen, das kommt immer gut. Für eine Simulation ist natürlich das Gameplay so wichtig und die Engine, Story und Quests. Ja, so. Ja. Ist halt nicht so wichtig. Ich meine, das Spiel macht sau Spaß und es hat halt eigentlich nicht. Also es hat schon eine geile Story. Ich meine, du fängst an, wenn die Videospielgeschichte anfängt und gehst dann nach ganz oben to the top. Aber es ist halt nicht so eine krasse Story irgendwie. So, Simulation hätten wir gerne. Ein bisschen KI, ein bisschen Level Design und ein bisschen Dialoge. Von allem ein bisschen, aber von nichts bitte zu viel. So, könnte der Arthur B. bitte mal mitarbeiten? Das wäre super nice. So,
Sound ist anscheinend sau wichtig für eine Simulation. Grafik lassen wir auch mal oben. Spielwertdesign machen wir auch noch ein bisschen hoch. Und das Spiel hat halt richtige Kackwerte, obwohl einer mehr dran mitarbeitet. So. Kriegen wir noch irgendwas? Ne, kriegen nichts mehr. Doch, wir kriegen noch einen Designpunkt. Noch einen Designpunkt, okay. Design dürfte damit neuer Rekord sein. Ja, neuer Rekord. Sehr gut. Technologie scheint da wohl nicht so wichtig zu sein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das kann ja eigentlich nur gut werden, weil es ist ja von mir. So, nochmal kurz gucken, ob alle Aufnahmen laufen. Laufen alle Aufnahmen, das ist sehr beruhigend. Weil ich nehme jetzt mal ein bisschen anders auf, um bessere Qualität liefern zu können. Und da muss man halt immer ein bisschen gucken, ob dann alles läuft und so. Weil, wenn halt was nicht läuft, dann ist halt Kacke. Erste Bewertung für... Simulationschef-Spiele, die laufen halt einfach nicht. Schlechtestes Spiel seit langem. Schlecht, ohne Scheiß. Richtig schlimm. Game Dev und Simulation ist eine sehr gute Kombination. Ist ja wunderbar, wenn es aber halt nicht weiterhilft, dann ist das auch doof. So, guck mal hier nochmal Forschung. Können wir hier... Ninja! Oh, Ninja ist ja geil. So, kannst du auch forschen? Du kannst auch forschen. Du sollst aber nicht forschen, du sollst einen Spielbericht erstellen. Und zwar von unserem Gitarrenloser. Was daran so nice war. Ja, da sieht man direkt hier, da kommt er nicht mal annähernd an die 10.000 ran am ersten Tag. Irgendwann können wir da noch eine Fortsetzung vom Gitarrenloser machen. Das brauchen wir jetzt aber noch nicht. So. Spielsimulationschef kann er auch mal machen. Wird uns zwar eh nichts bringen, aber er kann es ja immerhin mal machen. Detektiv kann er da mal noch erforschen, weil ich meine, wir haben die Forschung.de ja gar kein Problem für uns. Warum war das so scheiße? Gameplay scheint sehr wichtig zu sein. Hatten wir kein gutes Gameplay? Hatten wir es nicht? So, wir können ja mal noch so eine Arbeit zu machen. So. Oh, hätten wir vielleicht kurz warten sollen, bis mein Typ auch fertig ist. Aber jetzt arbeitet er flott mit und dann schafft man das auch einfach. Das ist halt ganz gut, um sich ein bisschen über Wasser zu halten und um Forschungspunkte zu kriegen. Gut, wir brauchen jetzt eigentlich keine Forschungspunkte, deshalb ist es ein bisschen unnötig. Deshalb machen wir jetzt auch einfach wieder ein neues Spiel. Zum Thema Ninja. Ninja. Action am Computer und wir nennen es Assassinen Verschwörung. Okay, wir nennen es anders. Das Ü hat es bestimmt. Assassinengeschwür 1. 1. Weil davon werden wir definitiv noch mehr brauchen. Und wir machen es eiskalt für die Erwachsenen nur, weil ist halt Hardcore. Gameplay ist wichtig, Storyquest ist so lala, ist ja ein Actionspiel und Engine ist dann auch relativ wichtig, würde ich sagen. Das kommt ja irgendwie so mit der Grafik, ja, TS ist auch raus, kein Problem. Obwohl das unser erster Renner war. War das der Agent 47? Bin mir nicht ganz sicher. So, das war so ein semi-geil und das war so weniger. Aber ich finde es cool, dass das jetzt angezeigt wird, weil wo ich das gesehen habe, wurde das noch nicht so angezeigt. Aber kann auch sein, dass das ewig im Vorhinein aufgenommen wurde. So, da wissen wir halt noch gar nichts. Deshalb würde ich alles so ein bisschen einpendeln. Weil, ist irgendwie eine gute Kombi. Assassinengeschwür 1. Hm? Sieht doch geil aus. Vor allem, wenn wir jetzt noch einen Design einen drauf kriegen, dürfen wir in beiden was Geiles haben. Kriegen wir aber nicht. Wir kriegen noch Technologie einen drauf. Jetzt haben wir 19-19. Beides ja ausgewogen. Weil, oh, in beiden neuen Rekord. Levelaufstieg, Levelaufstieg. Haben wir einfach drei Levelaufstiegse gehabt. Brauchen wir aber mal wieder hier einen Klassenschlager. Kassenschlager meine ich. Ja, nur eine 5. Es war doch so gut. Ah, eine 6. Sorry. 2 Sechsen. Noch eine 6. Oh, noch eine 6 wahrscheinlich. Ja. Mit sowas können wir uns nicht über Wasser halten, Leute. Können wir direkt mal hier Arthur B. Du kannst direkt mal dafür einen Spielbericht erstellen, warum das so doof war. Und du forst an einem neuen Thema. Transport. Transport, oh, Eurotruck-Simulator. Gab's damals Europa schon? Nee. Ist ja 200.000 Jahre her, mindestens. Aber es verkauft sich ganz okay. Ballern wir noch ein Spiel hinterher zum Thema Transport, Simulation. Simulation ist hier drauf gut. Und wir nennen es deutschlandweites Transportieren. Wir machen das für alle, weil der Kuchen ist für alle da. Textbasiert, wer macht heute noch textbasiert? Wir können bald unsere eigene Engine, als ob wir da noch textbasiert machen.
Ja, aber Assassinen-Geschwür verkauft sich doch ganz okay. Level-Design machen wir da ein bisschen hoch. Künstliche Intelligenz ist halt, ja, so mittelwichtig und Dialoge auch. Aber es kriegt halt irgendwie keine guten Technologie- und Designpunkte. Oh. Okay. Gut. Assassinengeschwür scheint einige Fehler gehabt zu haben. Also Bugs, also Käfer. Das ist dann natürlich nicht so nice. So, Grafik und Sound lassen wir mal so und Spielweltdesign ein bisschen runter. Dann wird das schon. Ja, aber es kann wirklich noch ein gutes Spiel werden von den Punkten her zumindest. Ich meine, am Ende entscheiden sowieso immer die Spieleredaktionen. Aber oh, das wird echt noch gut von den Punkten. Vielleicht kriegen wir sogar noch was drauf bei der Technologie. Und Assassinengeschwür hat uns zumindest geholfen, über Wasser zu bleiben. Oh, Design. Easy neuer Rekord. Um 3 getroffen. Getoppt meine ich natürlich. Aber das Spannende ist eigentlich, was sagen die Leute dazu? Deutschlandweites Transportieren. Wird wieder ein sehr gutes Spiel, sagt Stargames. Dazu sagt Informed Gamer nur, gute Kombination. Die haben sich gut informiert. Simulationsspiele funktionieren außerdem gut auf dem PC, sagt unser Spieleheld. Und alle Spieler haben unser Spiel tagelang gespielt. Ist auch wunderbar. Auch Sport. Sport ist geil. Dann können wir gleich ein Casual machen. Sehr gut. Fast die 30.000 am ersten Tag. Ist ja nice. Wie können wir denn hier ein Patch installieren? Ich meine entwickeln. Na, es bringt uns zumindest ein bisschen höher bei unserem Einkommen. Das ist gut. Das freut mich. So, jetzt machen wir aber als letztes Spiel für heute machen wir noch ein Sport Casual auf dem Gameling und wir nennen es Fufi 93. Nein, so und dann 93. Brauchen wir keinen Untertitel, das ergibt sich ganz von selbst. 2D-Grafik, selbstredend. Gameplay ist dafür so wichtig, Engine ist solar und ja. Story und Quest sind irgendwie nur bei Rollenspielen irgendwie so wichtig. So, deutschlandweites Transportieren hat uns 446.348 Umsatz. In was für eine Währung wird hier eigentlich gerechnet? Scheißegal, gebracht. Das ist gut. Und hat uns ein bisschen angehoben. Casual sind wir, ja. Ja, alles irgendwie nicht wichtig, ne? Können wir eigentlich alles so ein bisschen low machen? Games Convention, oh geil, wir sind an einer Games Convention eingeladen. Wir können sogar einen eigenen Stand machen. Vielleicht kriegen wir dann sogar Fufi noch ein bisschen geboostet. Grafik ist sau wichtig, Sounds, Spielweltdesign, lassen wir so. Komm schon, bitte kommen die G3 jetzt noch. Ah, fuck. Schon wieder vergessen, Hype zu generieren. 50.000 hätten wir gehabt, um Hype zu generieren, ne? Nee. Ja, cool. Erstmal noch einen Bug reingepatcht. Bug wieder raus. Bug wieder rein. Bug wieder raus. Und Design. Schön. 24. Nochmal den Rekord. Nochmal gebrochen. Gebt euch das mal. Wird dieses Spiel unser Top-Spiel? Fufi 93. 10 von 10. 10 von 10! 10 von 10! Und 9 von 10! Leute, das sind 9, keine Ahnung, 9,6 oder so im Durchschnitt. Das wird ballern! Hätten wir jetzt noch Hype generiert, das wäre der Hammer gewesen. Kultstatus, setzen Sie Maßstäbe für die frühere Spielebranche. Alles klar. Am ersten Tag 200.000 Einheiten verkauft. Okay, so viele habe ich mit allen anderen Spielen ungefähr vertauscht. Und das Geld schießt einfach nur in die Höhe. 4 Millionen, komm, die 5 Millionen machen wir damit doch noch easy. Ich habe es gesagt, ohne Scheiß, das war sowas von safe, dass das so geil durchgeht. Und als nächstes machen wir... Geil. Vielleicht kriegen wir dafür, damit Fufi noch ein bisschen gepusht. Könnte knapp werden, aber könnte noch passen. Oh ja. Komm, 4,5 Millionen. Ja. Leute, wenn es läuft, dann läuft es halt einfach. Ne? Man muss einfach nur wissen, wann, in welcher Zeit man welches Fufi entwickelt und dann läuft das. Da bringen wir jetzt einfach jedes Jahr eins raus. Gold, verkaufe ohne die Hilfe eines Publishers 500.000 Exemplare. Kein Problem für mich. Da haben wir auch die 5 Millionen direkt schon erreicht. Ja, 500.000 Umsatz. Klar.
Ach, geil. Guck mal, und Fufi ist sogar noch in der G3 mit drin. Super, dann werden wir jetzt nochmal einen schönen Push kriegen, wahrscheinlich. 5000, 6000, 7000, 11000, 30.000 Leute. Hä? Die Zahlen laufen ein bisschen komisch. Aber immerhin haben wir 46.036 Leute an unserem Stand gehabt. Das wird uns jetzt nochmal ein paar Fans drauf bringen. Und, naja, nicht unter den Top 100, aber wie wir sehen, sehen sie nichts. Da kommt nichts von Umsatz noch irgendwie drauf, aber wir kratzen schon an den 6 Millionen. Ja, und das nach so kurzer Zeit, das ist schon einfach nur awesome. Das macht mich gerade glücklich. So. Da machen wir, komm, wir machen die 6 Millionen noch, oder? Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir zumindest nicht mit Fufi. So. Uns hat das einfach mal 4,5 Millionen Umsatz generiert. Ist das geil oder ist das geil? Leute, man soll ja immer aufhören, wann es am schönsten ist. Damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen beim Game Dev Tycoon. Mich würde es freuen, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, wie es euch gefallen hat, ob ihr noch weitere Parts sehen wollt und was euch noch an weiteren Spielen sehr interessieren würde. Da hätten wir Prison Architect, das solltet ihr alles kennen. Da baut man sein eigenes Gefängnis auf, das ist so im Strategiespiel. Door Kickers gab es auch noch im Angebot für 2 Euro oder so. Das ist ein Spiel, da spielt man aus Top-Down-Perspektive und muss da irgendwie so Strategie halt, so vom SWAT-Team. Wir hatten auch noch The Master Plan, das habe ich vor 3 Jahren auf der Gamescom gesehen. Ist auch so Top-Down-Perspektive, aber man muss was ausrauben. Oder Dark Souls, wenn ihr mich richtig ragen seht, dann stimmt für Dark Souls und schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, ist wahrscheinlich mittlerweile der 6. Part oder so. Ist egal, scheißegal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!